stelle einfach mal eine Frage. Ich hatte als Kind immer Angst vom Zahnarzt. Ja, wem geht das noch so? Hand hoch, einfach mal Hand hoch. Wer hatte als Kind immer Angst vom Zahnarzt? Sind doch ein paar, ja? Sind doch ein paar. Oh, danke für das Licht, sind doch ein paar. War eure auch pädophil? Nein? Gut, ich kam immer rein und sagte, jetzt mach mal schön A. Das, auch das war für Cottbus gut. Dann wartet aufs Folgendes, bleibt die Frage, wie viele Füllungen er mir gegeben hat. Na. Also wir müssen nochmal die Regeln des Gigs durchgehen, okay? Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Aufbau, Punchline. Okay, dann habt ihr zwei Möglichkeiten. Die erste, ihr fandet den Witz gut, ja, ihr fangt an zu lachen, ja, mit den Füßen zu stampfen, zu johlen, was ihr wollt, ja, das ist euch überlassen. Zweite Möglichkeit, ihr fand, das war so ein bisschen so, ja. Was nicht geht und was ich gerade gesehen habe, ja, das ist, dass ihr anfangt zu lachen, zu eurem Nachbar gucken, dann, das geht nicht, okay? Und ich finde, das ist das Schöne, man muss sich das überlegen, der Mann will die Frau glücklich machen. Er will es tun. Er weiß nur nicht, wie er es tun soll. Manchmal tun wir es, wir wissen nur nicht, wie wir es taten. Du kannst nicht fragen, was habe ich getan, dann sieht es so aus, als wüsstest du nicht, was du tust. Die Frau sagt, was hast du getan? Ich weiß nicht, was ich getan habe. Warum tust du mir das an? Ich habe wirklich nichts getan. Die Frau, ganz genau.